Hi, hi, da bin ich wieder. Ja, heute ist ein mega, mega großes Paket voll prall gefüllt mit Actionfiguren angekommen. Ich habe bestellt bei Mike the Underground einiges an Figuren. Ihr könnt es schon sehen, das ist echt ein mega großes und schweres Paket hier. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen eingeschnitten. Gucken, ob es schon ganz aufgeht. Und dann schauen wir auch gleich mal. Dann schauen wir auch gleich mal, was da alles für Figuren drin sind. Ui. So, ich sehe hier einmal, das ist einfach zu groß, einmal die Rechnung. Genau, die braucht ihr nicht, aber hier oben entdecke ich schon was. So, da haben wir eine Postkarte und ich meine von Spawn, ich bin mir nicht sicher, der McFarlane-Figur, kann das sein? Auf jeden Fall haben wir hier eine Postkarte mit drin. Mach mal ein bisschen zügiger, denn ich will an meine Actionfiguren ran. Hier haben wir noch eine Postkarte. Weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist. Welche Actionfigur auch das ist. Es ist eine Postkarte. Die haben wir hier dabei. Jetzt geht's weiter. Ich bin zu klein. Ich brauche hier eine Trittleiter, um hier. Da haben wir ganz viel Verpackungsmaterial. Oh, ich sehe es schon, ich sehe es schon. So, da geht's schon los. Da haben wir hier. Ich hoffe, ihr seht mich, weil der Karton so groß ist. Hier haben wir was Süßes. Ich glaube, das ist Vampir Room Gun. Kaugummi, genau. Kennt ihr die? Die sind auch, also ich weiß nicht, ob es jetzt hier der Fall ist. Die sind außen süß und drinnen extrem schön. Ja, dann sauer. Da haben wir was. Dann haben wir hier nochmal Gummibärchen. Sind das kleine Schildkröten? Nein. Kleine Eier. Das war eine Schildkröte. Da haben wir noch mal ein Päckchen Süßigkeiten. Da haben wir noch mal Gummibärchen. Dann hier so ein Auge. Ich fand die als Kind immer mega cool. Gerade zu Halloween passend auch. Und die schmecken auch richtig gut. Flummig, wer es ja noch nicht probiert hat. Da sind wir aber reichlich beschenkt. Da haben wir auch einen Sticker. Und zwar Iron Man. So ein kleines Glitzersticker. Ich habe mittlerweile schon einige. Auch Turtles. Dann haben wir hier, oh ja, jetzt sehe ich schon, mega cool. Ich hole die mal alle raus und dann gucken wir sie uns alle mal an. Von Ghostbusters zum neuen Film. Von der Firma Hasbro haben wir die drei kleinen Marshmallows, die waren so süß im Film. Ich fand sogar, dass die einen viel zu kurzen Auftritt hatten. Ich fand die echt mega cool, wie die drauf waren. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, Geh mal davon aus, dass mittlerweile jeder den Film geschaut hat, aber es kann ja sein, dass irgendjemand den noch nicht geguckt hat. Aber die waren echt mega cool. Davon kann man, glaube ich, 10, 20 Stück noch sich holen. Weil auch so viele Mini-Puffs, ja, die sind echt cool. Da freue ich mich drauf, die auszupacken. Ich habe mal gesehen, dass die auch einiges an Zubehör haben. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, aber da freue ich mich mega drauf, die auszupacken. Dann geht es hier weiter. Oh ja, ja, da geht es schon richtig gut weiter. Verpackung. Ja, auf die habe ich schon gewartet. Mega cool, Power Ranger Turtles. Und wir haben hier Donatello und Leonardo im Two-Pack, also im Zweier-Paket von der Firma Hasbro. Michelangelo habe ich ja schon im Regal. Ich bin echt gespannt auf die hier und freue mich. Die haben auch so Effekte. Das ist mega cool. Die werden wir uns auf jeden Fall etwas näher ansehen beim Auspacken. Dabei bin ich echt, ich bin schon positiv überrascht über die Power Ranger Turtles. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber vor allem die austauschbaren Gesichter, hier die Köpfe, Waffen, cool. Aber das gucken wir uns dann nochmal alles in der ganzen, von nah an. Denn es geht weiter. Hier haben wir einen Umschlag. Ich glaube, da ist nichts drin, oder? Ja, da haben wir sie. Auch
hier geht's weiter mit Epe O'Neill und Michelangelo zu Power Ranger Turtles. Ich muss sagen, am Anfang waren die etwas gewöhnungsbedürftig, aber so an sich finde ich die echt mega cool gemacht. Die haben einfach coole Effekte halt. Auch die Bewegungspunkte sind mega cool. Also mir gefallen die richtig gut und es geht natürlich noch weiter. So, es geht noch weiter. Hier haben wir Raffi und ein Foot Soldier. Auch mit schönen Effekten. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Austauschbar im Kopf. Da bin ich echt gespannt, wenn wir die auspacken und alle schön in einer Reihe haben. Hier haben wir Raffi und ein Foot Soldier. Wobei, ich würde es nicht schlecht finden oder ich hätte es besser gefunden, wenn es wieder ein Zweierpaket mit, also so ein Zweierpaket mit zwei Foot Soldier geben würde, weil von Foot Soldiers braucht man echt immer mehr. Und wenn ich jetzt mehrere Foot Soldiers haben will, dann hätte ich auch mehrere Raffis. So. Wo sind sie? Ist echt gut verpackt hier. Oh, die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Die zeige ich euch jetzt mal. Ui, was für eine mega Verpackung. Boah. Ich glaube, das ist das, was so mega schwer war im Karton. Das ist ja ein Brummer. Das sind die Orks von Warhammer 40k von der Firma McFarlane. Der hier ist bewusst in Grau gehalten, weil ich ihn gerne bemalen möchte. Die Orks hier, die Orks sind grün, aber und mit einer schwarzen Rüstung. Ich hätte gerne meine Orks entweder mit einer roten oder mit einer gelben Rüstung. Oh, da ist der zweite in Farbe. Boah, das sind echt... Die sind echt mal groß. Das ist meine größte Verpackung von McFarlane bis jetzt. Ich weiß, die Fahrzeuge haben noch viel größere Verpackungen. Aber ich habe keins der Fahrzeuge. Aber das ist echt ein riesen Brummer. So, haben wir nichts übersehen. Oh, wir haben alles draußen. Jetzt sieht es gar nicht nach so viel aus, aber das sind auch mega Pakete. Und ja, cool. Ich spiele zwar die Orks nicht als mein, das ist nicht mein Orden, aber die sehen mal richtig gut aus. Kleine Big Mac. Sehr schön. Hier einmal in Farbe und hier einmal in Grau. Und den hier werde ich bemalen und die Rüstung, die hier schwarz ist, wird hier in dem Fall rot oder gelb. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich kann mich noch nicht ganz entscheiden. Das werde ich dann, ich glaube, beim Farbmischen, beim Bemalen, spätestens da werde ich mich entscheiden. Aber der sieht echt gut aus. Also die Marines, die Space Marines, die sehen schon gut aus und die sind schon als Figuren Brummer und ganz schön groß. Aber die Orks hier, und vor allem ist das der kleine Ork. Das ist der kleine Ork von, ich glaube, drei insgesamt. Die anderen sind viel größer. Da frage ich mich, also das ist die Figur ist, glaube ich, 18 cm und die anderen Orks 30 cm. Da frage ich mich ernsthaft, wie groß dann die Verpackung ist. Und bin echt mal gespannt, wenn die kommen, wenn die eintreffen. Die sehen aber schon richtig gut aus. Da freue ich mich echt mega drauf, die auszupacken. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also eigentlich wollte ich die Turtles zuerst auspacken. Aber ja, die Konkurrenz, gell, man weiß nicht. Die Kleinen sind auch putzig. Also ihr seht schon, es sind wieder mal mega coole Figuren angekommen. Der Platz wird immer geringer. Aber es kommen auch mittlerweile so coole Figuren raus. Da kann man einfach nicht widerstehen. Ja, also ich würde sagen, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich würde wahrhaftig sagen, wobei die Kleinen sind schnell ausgepackt, aber der Ork, das ist schon Brummer. Ich würde sagen, ich würde den Ork als erstes auspacken und die Marines mal so gegenüberstellen, wobei es ist unfair. Ich habe vielleicht 6 oder 7 Marines und da ist nur ein Ork, wobei die Orks meistens in einer größeren Masse kommen. Da hätte ich jetzt echt Bock, den anzumalen. Ich weiß gar nicht, ob ich die passenden Farben schon jetzt hier habe und Polierspray genug dabei habe. Aber da
Da kommt Freude auf, sage ich euch. Ich meine, die, die Turtles, die sind ja auch mega cool und sehen auch mega cool aus. Da warte ich vielleicht noch, bis der Shredder ankommt, dass ich die dann komplett aufmache. Und ich glaube, ich fange mit den Orks an. Also die sind echt, da freue ich mich echt mega drauf. Wobei, welcher Ork wird jetzt zuerst geöffnet, gell? Erstmal den, den wir bemalen oder den hier, ich weiß es noch nicht, aber ihr seht schon, das sind echt mega große Verpackungen. Das sind Boma. So, dann würde ich sagen, kurzer Einblick, das war's erstmal. Und ich mache mich ans Werkzeug ran und hol den Ork mal raus. Bin echt gespannt, wie der sich so anfühlt. Also vom Gewicht, ja, die sind schon schwer. Cool, bin echt positiv überrascht, was da McFarlane alles von Warhammer rausbringt. Wenn da noch ein Cybot irgendwann rauskommt, das wird ja, aber man braucht mehr Platz, also für die großen Figuren braucht man mehr Platz, aber es lohnt sich. Jetzt, wo ich die so sehe, finde ich, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal diese großen Orks zu holen. Die Marines waren schon cool, aber die Orks sind ja echt auch mega cool. So, jetzt aber wirklich, das war's erstmal und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr Lust drauf habt, im nächsten Video beim Auspacken. Bis dahin, bye bye!